Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die CB7 Box von Capital Bra. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. CB7 von Capital Bra, das Ganze am 18. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 7. Soloalbum von Capital Bra. Der Albumtitel deutet es schon an. Die CB steht für seine Initialen, nämlich Capital Bra, und die 7 für sein 7. Soloalbum. Am 4. September, vor 2 Wochen, hätte das Album ursprünglich erscheinen sollen. Wurde dann 2 Wochen verschoben und jetzt ist es endlich soweit, am 18. Wir werden als erstes mal die Folie entfernen und dann schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. So, einmal aufschneiden, dann lässt sich das hier wunderbar abziehen und so sieht das aus. Also, wir haben hier eine weiße Box, würfelförmig, sieht so aus wie ja, so gebrochener Stein oder so eine Marmoroberfläche, also hier überall so Risse und Sprünge drin. Dann hier rot Capital Bra CB7 zu lesen. Die CB7, ja, entweder feuchte Farbe, die hier noch verläuft, oder Blut. Je nachdem, wie man das hier interpretieren möchte. Dann lesen wir hier wieder Capital Bra, Bra Musik, das Label und Universal Urban. So, auf der Seite überall mit CB7 und Capital Bra rundum beschriftet. Auf der Unterseite das Ganze ebenso, also relativ schlicht gehalten. Hier lesen wir noch Deluxe Box, dann die Beteiligten, Barcode, okay, also die Labels und Logos. Dann würde ich sagen, öffnen wir das Ganze mal. Der Boxdeckel ist hier abzunehmen, von innen in weiß. Und rundum kommt jetzt hier das zum Vorschein, also es sieht für mich doch eher wie Blut aus. Ja, so sieht das aus. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Als erstes haben wir hier eine Cap. Dann ein bisschen Füllmaterial. Dann ist hier ein Turnbeutel. Dann sind hier Sticker, zumindest einer mal. Dann gibt es eine Maske fürs Gesicht. Weitere Sticker. Das Album an sich. Weitere Sticker, beziehungsweise es ist mehr eine Karte. Und dann noch ein Flyer zur Tour. So, das war der Boxinhalt. Wir machen das Ganze wieder zu. Box ist somit leer. Und dann schauen wir mal, was wir hier im Detail haben. Wir packen mal alles weg, was nicht in Folie ist. So, ich glaube... Nein, das Album ist auch nicht in Folie, okay. So, was haben wir hier? Die Maske. Die kommt hier in Folie. Ist auch noch ein Zettelchen dabei, den schauen wir uns dann an. Und natürlich der Turnbeutel. Gut, wir starten immer mit dem Album an sich. Das ist dieses hier. CB7 kommt hier in einem Super Jewel Case. Das Cover ident wie auch schon von der Box. Hier auf der Seite lesen wir auch wieder CB7 Capital Bra. Hier dann auch nochmal. Und auf der Rückseite, jetzt merke ich gerade, dass doch Folie drauf ist, so ganz dünne Folie, ich habe es echt erst nicht gesehen. Hier haben wir dann die Tracklist, 21 Tracks an der Zahl, also gerade in der heutigen Zeit ist das echt eine Ansage. Und wir haben ohne Ende Features mit drauf. Wir haben mit dabei Sido, Loredana, Nico Santos, Bossa, Nemo, Summer Jam, Samra, Clüso, Casey Rebel, Crow, Gestört aber geil, nochmals Loredana und Kalash 44. Ja, dann hier wieder die Logos und natürlich der Barcode. Das Album gibt es auch regulär, sprich nur die CD, nur das Super Jewel Case ohne die Box kann man natürlich auch kaufen. So, dann schauen wir mal, dass wir das Ganze hier öffnen. Und dann hätten wir auch hier die Folie erledigt. So, also, dann werfen wir mal einen Blick ins Innenleben. Als erstes natürlich geht's ins Booklet. So, wir haben hier die einzelnen Tracks mit den Infos, wer daran beteiligt war, also wer hat den Text geschrieben, wer hat produziert und wer hat das sonst noch so mitgewirkt. All das hier aufgelistet, sehr schön. Die Credits hier alle mit dabei. So sieht das aus. Und zum Abschluss dann nochmal die Infos zum Album. Okay. Gut,
Also, minimalistisches Booklet, paar Fotos, hauptsächlich die Credits, aber ja, es erfüllt seinen Zweck. Dann die CD, auch hier wieder in dieser Marmoroptik. Und hier wieder Blutverlauf. So, das war's zum Album. Als nächstes haben wir mit dabei die Kappe. Gab's ja schon mal bei Capital Bra, bei unterschiedlichen Boxen. Erinnert mich jetzt etwas an die von der Berlin Lebt Box, Berlin Lebt 1. Sah so aus. So, also wir haben hier eine schwarze mit grauem Muster. Und hier vorne dann ein goldenes Metallteil, das hier noch so angenäht wurde. Das Design erinnert etwas an Gucci, nur sind es hier eben keine zwei Gs, die hier aneinandertreffen, sondern ein C und ein B. Also das B ist hier, ja, das kleine B und der Strich hier etwas kurz. Ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen. Der Schirm vorne in schwarz und hat so ein bisschen eine andere Oberfläche, so ein bisschen eine Samtoptik. Hier auf der Rückseite dann noch ein goldener Streifen in der Mitte und auch hier das Metallteil in Gold. Und von innen sieht das Ganze so aus. Capital Bra, Bra Musik. Ansonsten, was haben wir hier? Das Ganze ist von Urban, also von Universal, Berlin, Deutschland. Und wo haben wir es hier? 100% Polyester und Made in China. Grüße gehen raus. Hier unten sehen wir auch wieder den Schirm. Und der hat hier auch wieder so eine spezielle Stoffoberfläche. Und hier in der Mitte auch nochmal alles gebrandet. Die Hinterseite ist natürlich entsprechend zu öffnen und größenverstellbar. Also ihr könnt dann die Kappe individuell an euren Kopf anpassen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Und zwar passend im Set mit der Kappe zu tragen dann der Turnbeutel. Der sieht so aus, auch hier wieder alles in dieser CB-Optik. In schwarz und grau. Hier oben geht das Ganze auf. Unten mit entsprechenden Metallösen das Ganze hier verstärkt. Hier dann die, die Träger, dass die hier nicht irgendwie das Ganze aufscheuern. Capital Bra CB. Rückseite ident. Und womit haben wir es hier zu tun? Es handelt sich hier auch wieder um ein Produkt von Urban, 100% Polyester und Made in China. Grüße gehen raus. Ja, ich gehe mal davon aus, dass man das irgendwie so gemeinsam produzieren lassen hat, dass die Kappe und auch den Mundschutz wird auf jeden Fall Sinn machen. Und den kann man natürlich dann entsprechend zuziehen und hier Sachen mit sich rumbefördern. Ja, ein Turnbeutel, ein Gymbag im Capital Bra Design. So, was haben wir hier noch? Wir haben das dritte in diesem Set. Und zwar zum ganzen Thema Corona hier noch eine Gesichtsmaske. Auch die hier wieder in der bekannten Optik. Links dann noch der goldene Aufdruck bzw. Aufnäher. Von innen in schwarz. Auch hier wieder so eine spezielle Oberfläche. Und auch hier haben wir es wieder zu tun mit Urban. Und in diesem Fall 88% Polyester und 12% Spandex, made in China. So, das Ganze hat dann natürlich hier auf der Seite auch noch Träger. Also hier kann man das an den Ohren festmachen. Und was gut ist, dass man hier noch so ein kleines Plastikteil daran gemacht hat. Bedeutet, man kann hier mit diesem Kunststoff die Größe variabel einstellen. Also je nachdem, wie groß das Gesicht ist oder wie weit die Ohren das brauchen, kann man dann hier das Ganze individuell von der Größe her gestalten. Gut, da hat man sich auf jeden Fall etwas Gedanken gemacht. Dann mit dabei ein Flyer. Capital Bra und Samra Tour 2021. Das sind die Tourdates, also eine Stadion-Tour, mehr oder weniger. Rückseite weiß. Und dann haben wir noch Sticker mit dabei. Eins, zwei Sticker. Einmal hier, Gangsterella und hier auch nochmal, also Capital Bra ist ja vor einigen Monaten in das Pizzageschäft eingestiegen. Hier gibt es nochmal Werbung für seine spezielle Pizza. Und damit nicht genug, wir haben dann hier auch noch so eine Karte, die Team Capi Pizza. So sieht das aus, was lesen wir hier? Ah ja, okay, die Lyrics zu dem Gangsterella Track, alles klar. Also wenn euch die interessieren, könnt ihr euch das gerne anhalten und hier durchlesen.
Und hier gibt es noch den Instagram-Account von Gangsterilla. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese eben gezeigte Karte hier mit den Lyrics zum Track Gangsterilla. Dann haben wir die beiden Sticker ebenfalls zu der Pizza zugehörig. Den Flyer zur gemeinsamen Tour mit Samra. Den Mund-Nasen-Schutz in CB-Optik. Ebenso wie diesen Gymbag hier. Und auch die Kappe, also alles drei hier in diesem CB-Design. Und natürlich das Album an sich, CB7 im Super Jewel Case. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, CB7 von Capital Bra. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Capital Bra unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.